Braucht man heute noch eine schicke Webseite oder kann man sich das Geld sparen? Und wenn man eine Webseite in Auftrag gibt, worauf sollte man unbedingt achten? Genau diese Fragen kann ich mit meinem heutigen Gast Thomas Gahl von Sichtbarer Werden heute diskutieren. Und ich freue mich unglaublich, dass er sich die Zeit für dieses Interview nimmt, weil ich muss sagen, ich habe selten so schicke Webseiten gesehen, die aus meiner Sicht auch extrem gut konvertieren werden. Und ich freue mich, einen Blick hinter die Kulissen von ihm zu bekommen und wirklich zu verstehen, worauf es ankommt, wirklich performante Webseiten zu bauen. Wenn dich das Thema interessiert und du gerne mehr Inbound-Leads über deine Webseite bekommen willst, dann hör dir diese Folge unbedingt bis zum Ende an. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Heute ein ganz besonderes Interview, Thomas. Ich freue mich, dass du da bist. Und um so ein bisschen Backstory zu geben, wie du eigentlich hier im Interview gelandet bist. Ne? Und zwar weiß ich noch, dass ich irgendwann über die Seite von Sebastian Salinski gestolpert bin, über seine Webseite und war so, holy shit, das Ding sieht verdammt geil aus. Und ich weiß noch, wie ich ihm getextet habe und ich meine so, wer hat das Ding gebaut? Und er so, ja, ist Thomas, geiler Typ, macht geile Seiten. Und ich weiß noch, wie ich dann deine Seite irgendwie gegoogelt habe und dachte mir so, krass, ich habe schon einen gewissen Anspruch an Webseiten, aber das, was man an Projekten und an Fallstudien auf deiner Seite findest, erstmal ganz, ganz großes Kompliment, hab dich dann bei Instagram angetickert und umso mehr freue ich mich, heute ein bisschen in die Welt der Webseiten einzusteigen und was du dabei Sichtbarer Werden mit deinem Team machst. Cool, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich natürlich extremst, dass du uns über den Weg gefunden hast und dir das auch gefallen hat. Tatsächlich, ich glaube, ich darf es ja teasern, arbeiten wir gerade an der zweiten Version, die nochmal mindestens nicht nur eine, sondern sogar zwei, drei Schippen drauflegt und wir da mal wirklich zeigen und beweisen dürfen, was wir da noch machen können. Wird wahrscheinlich noch so einen Monat, zwei, je nachdem, wann der Podcast dann rauskommt, nochmal dauern. Vielleicht ist jetzt auch schon live, aber das wird auf jeden Fall ein Brett. Oh, da werde ich auf jeden Fall direkt reingucken, wenn das Ding online ist. Ja. Thomas, ich starte mal einfach mit einer provokanten Frage. Ja. Einer meiner erfolgreichsten LinkedIn-Posts in der letzten Zeit war, vergiss deine Webseite, das LinkedIn-Profil ist heute viel wichtiger. Ja. Thomas, warum braucht man heute noch eine Webseite? Ja, was sind die Hauptgründe? Ja, vielleicht kann ich dich da nochmal kurz zurückfragen. Brauchst du denn eine oder hast du denn eine? Ja, ich muss gestehen, ich habe auch eine. Und ich würde sagen, in der letzten Zeit hat sie auch wieder an Bedeutung gewonnen. Na, insofern das schon mal ein Punkt für dich. Aber so in der Gesamtwahrnehmung, was auch mein Argument ein Stück weit war, ist, Webseite ohne Traffic ist halt ein bisschen leer. Ne? Und ich glaube, das ist die Beobachtung, die ich einfach gemacht habe, dass viele Leute immer sehr viel Geld und Zeit auch in Webseiten investieren, ohne dass sie auf irgendeinem Kanal irgendwie Traffic haben. Ne? Und das war so mein Argument zu sagen, hey, starte doch auf einer Plattform, wo die Leute schon überhaupt sind. Ne? Kannst du wenigstens damit loslegen. Ich glaube aber, dass euer Konzept ja schon ein bisschen weiter ist und auch für Leute, die, glaube ich, auch ein bisschen unternehmerisch weiter sind, ne? Wo dann sowas wie SEO und so wahrscheinlich Thema ist und vielleicht auch auf schon anderen Social-Media-Plattformen irgendwie ihre Aktivität haben. Aber was sind so die, ich würde gar nicht sagen, die Verkaufsargumente, aber was sind auch die Leute, die vielleicht zu dir kommen, was sagen die so, warum brauche ich jetzt so eine schicke Webseite von Thomas, die bestenfalls auch noch verkauft wird? Ja, also was wir halt gemerkt haben ist, du hast vollkommen recht, also das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich oft auch in den Beratungsgesprächen anspreche, wenn jemand reinkommt, der wirklich gerade erst startet und dann einfach von sich aus denkt, hey, ich brauche jetzt unbedingt eine Webseite, ich muss jetzt unbedingt eine tolle, teure Webseite haben. Ne? Dann sage ich halt auch, bist du dir sicher? Denn woher kommt denn dann wirklich der Besucherstrom? Macht das denn überhaupt Sinn? Wenn wir jetzt ja auch in den Bereichen reden, also wir haben ja verschiedene Angebote oder auch wenn du dich ja da draußen umguckst, findest du ja Webseiten, wenn du es nicht selbst erstellst, jetzt mit einem Baukasten, wahrscheinlich irgendwo im Rahmen von 2, 3, 5, 10, 15.000 Euro da draußen. Und dann frage ich ja auch immer, macht es nicht mehr Sinn, dass du das Budget, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, nimmst und erstmal woanders reinpackst? Sei es jetzt wirklich paid irgendwo, vielleicht ist aber auch nicht am Anfang, aber vielleicht auch statt dem Budget die Zeit irgendwo in organische Reichweite dann mit aufzubauen, weil das halt tatsächlich am Anfang vollkommen richtig halt einfach mehr Wert dann auch liefert, ne, um halt dann Anfragen zu generieren. Unserer Meinung nach und was wir wirklich auch in jedem Projekt sehen und egal, ob wir dann Webseiten erstellen, optimieren oder auch Landeseiten, ist einfach Folgendes, dass egal, wo du halt unterwegs bist, also du ja vor allem dann auch auf LinkedIn oder auf TikTok oder auf TikTok vielleicht so ein bisschen weniger, aber Instagram, Social Media Plattformen, auch wenn du Paid Ads schaltest, die Leute machen halt in 80, 90% immer Folgendes, wenn die Interesse an einem Angebot haben. Die gehen auf Google,
geben deinen Namen ein, genauso wie du es jetzt auch bei Sebastian vorhin gesagt hattest. Was machst du? Du guckst vielleicht nach, hey, wer hat die denn erstellt? Oder in dem Fall hast du ihn vielleicht gefragt, aber na, du guckst jetzt mal bei uns, wenn wir unten drin stehen, nach, wer ist das denn? Was machen die denn? Sehen zum Beispiel bei uns selber auch, wir schalten noch relativ viel paid, dass die Leute halt trotzdem nach uns suchen und googeln, entweder nach meinem Namen oder nach der Sichtbarerwerden GmbH oder sichtbarerwerden.de und dann optimalerweise natürlich erstmal auf die Webseite kommen und deswegen die Webseite schon ein sehr ausschlaggebender, elementarer Punkt ist und irgendwie so ein Grundpfeiler für die Außendarstellung, wo ich dann einfach Vertrauen aufbauen kann. Ich kann die Leute so informieren, indoktrinieren, wie ich halt möchte, wie ich mich auch darstellen will und einfach diesen Punkt genommen, dass es kein Muss ist, um Kunden zu gewinnen. Du kannst ja auch mit Kaltakquise, Cold Calls, du brauchst nichts dafür, aber es ist halt immer dieser extra Faktor, um Vertrauen aufzubauen, den Leuten was zu zeigen, sie dann vielleicht darüber auch irgendwo noch in den Funnel reinzubekommen, wenn du coole Lead-Magneten hast dann auf der Seite. So, und deswegen sehen wir das einfach so als Grundpfeiler des Online-Marketings und für die Außendarstellung ist halt wie das Schaufenster für den Laden. Ja. Ne? Und deswegen finde ich, ab einer gewissen Größe ist es schon sehr wichtig, eine gute professionelle Webseite zu haben, die auch gut aufgebaut ist und den Besucher dann in den Sog zieht. Da bin ich vollkommen bei dir. Ja, ich habe irgendwann mal diesen amerikanischen Begriff gefunden, der mir sehr gut gefallen hat, vom sogenannten Shadow Funnel. Ich glaube, in der Welt von ClickFunnels und von Russell hat es halt gesagt, hey, die Leute laufen durch deine Funnels. Aber dann gibt es halt diesen Shadow Funnel, dieses Googlen, mal bei den Social-Media-Plattformen zu gucken, was alles so außerhalb deines Funnels eigentlich passiert. Ja. Und dieses Konzept hat mir gut gefallen, weil da gebe ich dir absolut recht, da guckt sich jeder die Webseite an. Und wenn das dann irgendwie mit Wix.com irgendwie was Zusammengetackertes ist, na, dann gibt das natürlich einen Eindruck. Und wenn da irgendwie was Hochprofessionelles ist, wo man sieht, da steckt echt viel Zeit und Energie drin, dann macht das ja natürlich nochmal einen Touchpoint, einen weiteren sozusagen, der einen guten Eindruck hinterlässt. Was würdest du denn sagen bei den Kunden, die schon ein bisschen jetzt auch, wo ihr die Projekte umgesetzt habt, ne? Was war da so der Auslöser, dass die das auch nochmal so in die Hand genommen haben? Haben die gesagt, hey, wir haben das Gefühl, unsere Webseite ist ein bisschen veraltet und da müssen wir mal wieder ran? Oder was ist da so der Hauptgrund, warum die dann zu dir kommen? Ja, also tatsächlich haben wir halt meistens Unternehmen, wenn man sich auch bei uns die Projekte durchschaut, die, auch wenn sie jetzt vom also von der Zeit, aber auch vom Umsatz dann natürlich schon irgendwo weiter sind, dann nie irgendwie bei Null anfangen. Also alle haben irgendwo schon Webseiten gehabt und dann halt gemerkt haben, hey, wir müssen jetzt einfach da mal wieder nachziehen. Wir müssen das einfach dann professioneller aufsetzen. Wir merken halt einfach, dass wir, selbst wenn wir eine Webseite haben, keine Anfragen haben, obwohl wir sehen, dass wir in Analytics zum Beispiel, keine Ahnung, 1.000, 5.000, 10.000 Besucher pro Monat dann haben. Ah, ne? Und dann einfach merken, so die Konkurrenz, das ist zum Beispiel auch immer so ein Thema, ah, die Konkurrenz hat vor kurzem jetzt nachgezogen und die haben jetzt eine richtig geile Webseite. Ah, wir schämen uns für unsere. Ja, ja, das höre ich sehr oft. Geil. Ne? Dann aber eben auch, ja, also wir merken halt, mir gefällt sie selber nicht. Ja. Dass, das Ganze, wie wir uns nach außen präsentieren auf der Seite, ist gar nicht mehr das, wie oder was unser Angebot ist oder wie wir uns auch widerspiegeln oder wie wir uns auch sehen, das ist auch noch ein großes Thema. Na, man ist halt mit der Zeit gewachsen, man hat sich entwickelt, vielleicht das Angebot entwickelt und die Website ist halt einfach vor Jahren stehen geblieben. Und da halt einfach nachzuziehen und die meisten, das ist ja auch ein riesengroßes Thema, Webseiten und SEO ist ja irgendwie die älteste Agenturleistung irgendwo. Yeah. Das heißt, man hat halt auch sehr viele Agenturen, die dann irgendwie weg sind. Die gibt's nicht mehr. Man hat mit Freelancern günstig gearbeitet. Die gibt's auch nicht mehr. So, das heißt, diese Branche hat halt auch, ist halt auch ein bisschen in Verruf geraten. Und oft suchen die dann halt einfach nach einem besseren Anbieter, um dann halt einfach zu dem heutigen Stand mit der heutigen Technik, mit dem richtigen Auftreten dann einfach was Neues zu erstellen. Und viele sagen dann zum Beispiel auch, wenn ich diesen einen Satz sage, den habe ich vor 4, 5, 6 Jahren mal gehört, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Vortrag, glaube ich, dass die Leute meistens nicht wegen deines Marketings und Brandings und Auftretens und so weiter bei dir kaufen, sondern trotz. Bedeutet, wenn du dir überlegst, an sich hast du jetzt einen Interessenten, der jetzt für dein Angebot dein großes Interesse hat, der fängt ja an zu recherchieren und zu gucken. In den meisten Fällen. So, und dann hast du eigentlich wie ganz viele Hürden dazwischen, die er sozusagen überwinden muss, damit er bei dir landet. Das heißt, der fängt jetzt das Googlen an, der kommt auf deine Website. Wenn die auf gut Deutsch nicht so gut ist, dann ist es eine Riesenhürde. Das heißt, er springt da ab.
Ja. Er sieht auf Google schlechte Bewertungen. Er springt ab. Das heißt, dass man einfach diesen Weg so weit wie möglich ebnet, weil irgendwo gibt's immer mal Reibungspunkte. Aber damit zu gucken, dass die Leute, die sich bisher eben nicht eingetragen haben, weil die Website einfach veraltet ist und kacke ausschaut, dass man das halt optimiert, damit der Interessent sich dann halt eher einträgt und eher das Vertrauen aufbauen kann und so weiter. Also möglichst wenig so Reibungspunkte sozusagen zu kreieren. Ne? Man denkt ja, glaube ich, auch im Online-Marketing sehr, in wie vielen Klicks man bis zum Ergebnis irgendwie kommt. Das habe ich zumindest bei Funnels immer bei mir im Hinterkopf so zu überlegen, es auf möglichst wenig Klicks zu reduzieren. Und so ist es ja bei der Webseite wahrscheinlich auch. Ne? Ja, weil es sind halt Touchpoints. Es sind Touchpoints, die Leute wollen sich das angucken und vor allem in der heutigen schnelllebigen Zeit, wie schnell bist du, wenn du auf Social Media unterwegs bist, scrollst du weiter zum nächsten Beitrag? Wie schnell verlässt du eine Webseite, wenn die nicht nach spätestens eigentlich 2-3 Sekunden geladen hat? Wie schnell verlässt du etwas, wo du nicht sofort verstehst, worum es geht? So, und selbst angenommen, kommst auf eine Webseite, sie lädt schnell, du scrollst mal so zur Hälfte durch, du verstehst gar nicht, worum es geht, du denkst gar nicht aktiv drüber nach, ob du jetzt noch weiter scrollst, sondern du bist irgendwo unterbewusst verwirrt und einfach nur, weg. So, da verlierst du komplett viele dann. Voll, Hey, und sag mal, Webseiten haben sich ja auch in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, irgendwie sehr verändert. Und das wäre mal spannend von dir zu hören, was da dein Blick jetzt so drauf ist. Von diesen ursprünglichen Labyrinthen mit irgendwie 1000 Unterseiten, ne, und irgendwie gigantischen Navigationen, wo man irgendwie sonst wohin abtauchen kann, ist das doch heute recht schlank geworden oder nicht? Hast du so im Kopf, was so eine durchschnittliche Anzahl von Seiten ist auf einer Homepage heute gibt? Das wird doch nur noch eine Handvoll sein im Durchschnitt, oder? Ja, tatsächlich. Also wir haben im Durchschnitt bei uns, wenn ich uns auch die Projekte bei uns anschaue, wir haben tatsächlich eher wenig Landeseiten oder One-Pager sozusagen bei uns. Okay. Ja. Weil wir eben meistens auch sagen, wenn du eine One-Page haben willst, du kannst halt nicht so viel Inhalte draufpacken, weil sonst scrollst du viel zu lange. Und was wir dann einfach im Durchschnitt dann haben, sind tatsächlich Seiten so mit 5 Unterseiten oder 5 Seiten insgesamt, abgesehen jetzt von den ganzen Standardseiten, Datenschutz, Impressum und so weiter. Denn was wir zum Beispiel auch sehen, und es ist fast in jedem Projekt genau das Gleiche, ist vielleicht auch super spannend für jeden, der jetzt zuschaut. Klar, die Leute kommen auf die Startseite. Die nächstmeistgeklickte Seite ist entweder die Leistungsseite, wo ich mich dann nochmal genauer zu den Leistungen informieren kann, oder die Über-uns-Seite, auch wieder mit dem Thema, ich will Vertrauen aufbauen. Ich will sehen, wer steckt da dahinter, wer ist das, passen die irgendwie persönlich zu mir und so weiter. Und dann geht's halt weiter, dass man sich, wenn man sich noch informieren kann, ist so die dritte Seite meistens, wenn man Testimonials, Referenzen, Kundenstimmen irgendwo noch mit drin hat. Und dann sind sozusagen irgendwo die restlichen, die, wenn du einen Blog zum Beispiel... Aber wenn man die drei sozusagen hat, hat man schon 80% erschlagen, wahrscheinlich. Ja, meistens, genau. Weil das sind so die Themen, die mich auch interessieren. Also ich komme auf eine Seite, die typischen Fragen, die ich halt habe, auch jetzt im Sales-Bereich, die man ja beantworten will. Und wer ist das? Was machen die genau? Wie machen die das? Und wenn man die Fragen schon mal beantwortet hat und das auch auf eine bisschen unikere Weise als jetzt die ganze Konkurrenz, dann hat man da schon viel gewonnen. Also das ist witzig, weil das so mein eigenes Browserverhalten, glaube ich, ist, dass ich bei vielen Seiten immer als erstes auf über uns gehe. Ne? Also ich gehe immer auf über uns und will immer Gesichter sehen. Und ich bin immer erschrocken, auf wie wenig Internetseiten man Gesichter sieht. Ne? Ja. Und ich denke mir immer so, das ist ja irgendwie merkwürdig, dass die Leute nicht mal drauf kommen, irgendwie ihr ein persönliches Bild sich zu schnappen und zu zeigen, mit wem man da arbeitet. Das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, auch auf LinkedIn ein bisschen naheliegender. Aber selbst da, keine Ahnung, rede ich noch mit Gründern darüber, dass sie ihre Firmenseite abschaffen können und über ihr persönliches Profil gehen sollen. Und die fragen mich dann immer noch allen Ernstes so, echt, nicht über die Firmenseite? Und ich so, wie könnte man überhaupt drauf kommen, über die Firmenseite was zu machen? Ne? Also insofern ist spannend, dass das die Webseite sozusagen bestätigt. Thomas, du musst mir mal einen Crashkurs geben in Webseitenaufbau. Erste Seite, ne? Was würdest du sagen, vielleicht auch für alle Zuschauer, was muss da unbedingt drauf? Ne? Weil da bin ich wirklich so komplett blank, kenne so Ansätze von, du kommst von dem Problem sozusagen deiner Zielgruppe, präsentierst dann wahrscheinlich irgendwie die Lösung und die Leistung. Hast du da so ein Framework, was ihr immer sozusagen durchzieht oder was so die wichtigsten Komponenten sind, die gerade auf der Startseite sein müssen? Ja, tatsächlich, weil im Prinzip ist alles, was wir im Marketing sehen und auch nicht nur im Marketing, sondern auch generell, wenn es ums Storytelling geht,
Das ist das Gleiche dann, wenn du zum Beispiel dir einen Film auch anschaust, das läuft halt immer nach einem bestimmten Ablauf. Warum? Damit der Interessent oder der Besucher sich einfach wirklich, ja, in den Bann gezogen fühlt und für uns Menschen auch alle Fragen und die Schritte, die ich halt machen möchte, auch logisch beantwortet werden. Das bedeutet, so ein typischer Aufbau, verkaufspsychologisch, Conversion optimiert, ist dann einfach genau das, was will ich erreichen. Die Person kommt erstmal auf die Seite, egal ob auf Desktop oder auf Mobile. Ich will in der ersten Überschrift genau die Identifikation haben, was ist das Angebot, was ist der Vorteil daraus und möglicherweise, für wen ist das Ganze? Dass ich da schon mal sehe, okay, bin ich hier überhaupt richtig oder bin ich jetzt irgendwie komplett falsch gelandet? Das ist schon mal extrem wichtig, da können schon mal sehr viele abspringen. Zweitens, also man kann dann dazwischen sozusagen noch Elemente mit einbauen, um ein bisschen Trust mit aufzubauen, also gleich da Bewertungen zu zeigen oder zum Beispiel Kundenlogos oder einfach Partnerlogos. Na, das macht dann auch immer sehr viel aus. Ist ja auch ein typischer Aufbau, den du sehr oft wahrscheinlich auch selber siehst. Ja. Und dann kann man je nach Angebot entscheiden, ob man nochmal in die Probleme reingehen möchte von der Zielgruppe. Haben wir bei uns gerade auch auf der Startseite mit drauf. Das heißt, so ganz typisch, hey, kennst du die Herausforderungen? Deine Konkurrenz hängt dich ab, weil die eine tollere Website haben. Du hast keine Zeit, dich um die Webseite zu kümmern. Deine alte Agentur ist nicht mehr erreichbar oder die wollen Mords Geld haben für drei Zeilen, die du irgendwie anpasst. Also das sind zum Beispiel bei uns so die Herausforderungen. Und dann ist so der nächste Schritt, wenn ich erstmal auf die Probleme hinweise, dann aber auch direkt zu zeigen, was ist die Lösung dafür? Und es gibt eine Lösung. Was ist die Lösung? Das wäre so der nächste Schritt. Also was machen wir zum Beispiel? Und dann im nächsten Schritt zum Beispiel auch die Vorteile mit aufzuzeigen. Also bei uns ist, hey, die Lösung ist, du hast eine geile Webseite und in Verbindung zum Beispiel auch mit dem Traffic, dass du über Google dann auch in unserem Fall die dann mit drauf bekommst. Ja. Und im nächsten Schritt dann auch zu zeigen, logisch zu erklären, okay, jetzt habe ich verstanden, das sind meine Probleme. Du hast recht. Ah, was brauche ich dafür, um die zu lösen? Ich brauche eine geile Webseite. Aber was habe ich davon? Und dann kommen die Vorteile mit ins Spiel. Du hast einfach generell durch den Traffic erstmal mehr Besucher auf der Seite. Du hast mehr Zuschauer oder Leute, die dein Unternehmen sehen. Wenn du sie gut abholst, kriegst du mehr Anfragen dadurch. Und durch die mehr Anfragen, ganz einfach und logisch erklärt, machst du halt mehr Umsatz. Ja. Und dann ist die restliche Seite dann, muss dann nicht in genau dem Ablauf dann sein, einfach mehr Trust aufbauen, Kundenstimmen, Videos mit reinzupacken, Bewertungen mit reinzuhauen, vielleicht sich auch abzuheben, zu sagen, was machen wir anders als andere Unternehmen in unserer Branche, dann vielleicht auch nochmal tiefer reinzugehen, Fragen zu beantworten am Ende der Seite, die typischen FAQs. Und die sind auch immer deswegen auch am Ende, weil ich komme am Ende dann hin. Und wenn ich jetzt meine Zielgruppe extrem gut kenne, dann weiß ich auch, welche Fragen sie haben. Und dann kann ich sie einfach in den FAQs am Ende der Seite dann einfach nochmal beantworten, sie nochmal besser abholen. Zwischendrin natürlich immer wieder Call to Actions mit einbauen und am Ende der Seite sie dann mit einem großen, starken Call to Action final dann abzuholen dann. Ey, das hilft extrem und ich habe das Gefühl, das ist auch so spannend, diese Synchronisierung zwischen dem, was man in Sales Call zum Beispiel hört und das dann immer sehr schnell auch auf die Seite zu bringen. Also wenn man so wirklich an so, vielleicht auch an so Corporate-Webseiten irgendwie denkt, ne, wo man wirklich irgendwie so, keine 1 Million Seiten irgendwie hat und man denkt sich so, oh Gott, wo soll ich jetzt mal irgendwie anfangen? Dass das ja wirklich eine coole, glaube ich, auch Dimension ist, die ihr da einfach macht, dass es halt wirklich darauf optimiert ist, dass die Seite auch verkauft und dass man das auch schnell dann synchronisieren kann. Und habt ihr dahinter irgendwie dann ein CMS-System? Also können die Kunden das dann auch selber editieren oder macht ihr dann den Klassiker und nehmt hohe Preise für jede Farbänderung? Nee, da bin ich gar kein Fan von, weil ich habe auch in echt wirklich vielen Gesprächen dann immer auch genau diese Frage so, hey, wie ist das? Können wir die Seite selbst bearbeiten? Muss ich die gegen irgendwelche Lizenzgebühren dann abkaufen? Ist die geleased? Also lauter solche Sachen, alles schon da passiert. Da wurde Schabernack getrieben in den letzten Jahren, ne? Ja, muss ja man wirklich sagen, ja. Ja, 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 ja. Also das ist auch echt schade und traurig. Was wir halt machen, also wir entwickeln Seiten, also wir designen die komplett individuell in einem Design-Tool. Ja. Nennt sich Figma bei uns in dem Fall. Ja, und dann gehen wir her, wenn wir dann auch die Texte schreiben, das ist dann komplett fertig, auch zum Anschauen, zum Anfassen in diesem Design-Tool. Und dann wird es entweder in Webflow oder in WordPress entwickelt. Okay. Beide haben so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ja. Wenn ich mehr Wert auf wirklich ein extremst penibles Design, geile, hochwertige Animationen lege, greifen die meistens zu Webflow. Ist ein Ticken, sage ich jetzt mal, gewöhnungsbedürftiger zum Bearbeiten. Aber beide Systeme, die liegen beim Kunden, das Hosting liegt beim Kunden, das richten wir dann auch mit ein, komplett, wenn gewünscht. Und dann gehört die Seite dann
dir, ne? Und wir haben dann bei uns jetzt konkret zum Beispiel dann auch einen Kurs, wie du dann die Seiten auch bearbeiten kannst, ne? Und wie das dann auch genau funktioniert. Ja, das hört sich gut an. Ich habe das Gefühl, Webflow ist ja wirklich der große Standard irgendwie geworden in den letzten Jahren, ne? Also die müssen ja irgendwie ziemlich rasant gewachsen sein, hat man das Gefühl. Ja. Die sind extremst gewachsen und es ist auch eine coole Plattform auf jeden Fall, weil du damit extremst viel machen kannst. Das Spannende ist, dass wir sehr oft hören oder gefragt werden, hey, ihr macht doch ja nur Webflow, oder? Und dann frage ich immer, warum? Ja, weil eure Designs halt so geil ausschauen und so aussehen wie Webflow-Seiten. Und dann ist es immer so spannend, weil dann komme ich erst auf den Trichter, die halt da nicht so tief drin sind, die denken halt, das ist halt so das typische moderne Design, weil Webflow da halt mehr die Plattform bietet, um halt einfach anspruchsvollere Designs zu bauen. Tatsächlich sind bei uns 80-90% auf WordPress, weil ich da persönlich auch ein bisschen mehr noch ein Fan von bin, weil du flexibler bist einfach. Aber wir können halt alles designen und wo wir es dann einbauen, ist dann komplett Wurst dann. Hey, das ist so witzig. Ich bin in ClickFunnels groß geworden, ne, und heute noch würde ich sagen, alle unsere Seiten laufen auf ClickFunnels. Mhm. Und das ist auch immer die Leute so, dass sie wirklich denken, hey, in ClickFunnels kann man doch nur hässliche Seiten bauen. Ne? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass irgendwie alles, was ihr macht, über ClickFunnels läuft und nicht so, hey, ist doch nur ein Editor, ist ja die Frage, was du da draus machst. Ne? Aber das ist witzig, dass du das auch erzählst, dass die Leute sich nicht vorstellen können, dass das in WordPress möglich ist. Ja. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Cool. Ja, ich kann ja ClickFunnels, ich kann Funnel Cockpit, WordPress, Webflow. In WordPress selber gibt's ja noch viele verschiedene Editoren oder halt Page Builder so genannte. Und ich bin ja super flexibel heutzutage. Ich kann mir das rauspicken, was gut funktioniert, womit ich mich am besten wohlfühle und was halt auch langfristig gut hält. Ich glaube auch die Trennung habe ich nie gemacht, aber eine Webseite sozusagen heute auch das, was du tust, würde ich immer auf so einem Tool wie WordPress oder Webflow irgendwie laufen lassen. Ja. Ich glaube, das ist auch bei uns irgendwie historisch gewachsen, dass ich das irgendwie über einen Funnel-Builder irgendwie baue, aber ich glaube, da wird der Zeitpunkt auch irgendwann kommen, wann wir umziehen, ja? Mhm. Und dass man das auch irgendwie so gedanklich, glaube ich, gut trennen kann und sagen kann, ey, irgendwie performante Funnels lässt man über so ein Tool laufen und alles, was irgendwie die Webseite ist, ist nochmal was anderes. Wie bist du denn eigentlich mit dem Thema gestartet als Designer? Oder bist du vertrieblich gestartet oder wie ist sichtbarer werden entstanden? Oh, sehr lange Geschichte. Damals, in den alten Tagen, oder? In guten alten Zeiten, wo man alles noch mit HTML selbst macht. Wo die Lakritzstange noch 10 Pfennig gekostet hat. Ja, richtig. Fast noch nicht mehr die D-Mark, so alt bin ich jetzt auch nicht. Aber ich habe tatsächlich... ich habe sehr lange Gitarre gespielt und ich habe mit 14, 15 in der Band gespielt damals und unser Bandleader war ein bisschen älter und der meinte, hey, wir brauchen unbedingt eine Webseite und dann habe ich mich da am ehesten da technisch versiert dazu gefühlt und hat aus irgendeinem Grund einfach Bock drauf und das war tatsächlich damals vor 15, 16 Jahren dann der Start. Ja. Cool. Wo ich dann angefangen habe, also ich habe die auch zum Glück gar nicht mehr. Das waren halt einfach HTML, so Blöcke, zwei nebeneinander. Also fertig ganz, ist die Webseite. Ja, ja, richtig. Also ich, das waren noch wirklich Zeiten. Und das hat sich dann so entwickelt. Also ich habe dann einfach spaßeshalber sehr viel dann rumgebastelt. Hatte dann einen Schulfreund, dessen Mom sozusagen auch selbstständig Webseiten gebaut hat, dann hat sie mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen, ich habe ihr zugearbeitet, habe dann einfach aus einem bekannten Freundeskreis einfach immer mehr Kunden gewonnen, dann halt am Anfang 100-200 € irgendwie noch da für eine Seite bekommen, mit 18 dann das Gewerbe direkt auch angemeldet und dann hat sich dann immer so weiterentwickelt und ich war letztendlich immer selbstständig mit der Thematik, habe nebenbei noch ein paar andere Sachen gemacht, habe mir so ein bisschen angeschaut, ja, wo will ich denn hin? Würde mich auch als kreativen Kopf schon bezeichnen. Das heißt, ich passe nicht in so ein 9-to-5 irgendwo trocken in ein Unternehmen mit rein. Du bist da komplett drumherum gekommen, um die Arbeitswelt, also um diese... Tatsächlich, Ey, Glückwunsch. Ja. Ich musste da erstmal noch 3 Jahre irgendwie eintauchen, um dann zu merken, ja, da bin ich nicht dabei, ja. Ich war nie angestellt tatsächlich, ja. Also geil. Ich habe mich immer so ein bisschen durchgemogelt. Bin ich aber auch super dankbar, weil ich hatte halt damals so mit 18, 19, 20 einen engen Freundeskreis und alle hatten einfach so diese Einstellung, nee, wir sind faul und Arbeit ist nichts für uns, sondern nee, wir wollen halt einfach mehr erreichen. Ja, klar, so cool. Jung, naiv,
ja, wir sind bald Millionäre und alles ist toll, alles ist einfach. So war es dann natürlich nicht. Ja. Aber halt dadurch auch einfach in diese Themen reingekommen, Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Dass du jetzt nicht einfach nur da einfach super stumpf da einfach guckst, wie du Geld verdienen kannst, sondern auch viel an dir arbeitest sozusagen. Sehr viel ausprobiert, wie gesagt. Und dann hat sich das einfach immer so weiterentwickelt. Ein großer Part, der mir nur tatsächlich sehr lange gefehlt hat, war einfach wirklich so das Unternehmerische. Habe mich deswegen auch berufsbegleitend, also neben meiner Selbstständigkeit, dann für ein Studium eingetragen, wo ich dann gehofft hatte, dass ich da irgendwie wirklich was mitnehmen kann. Aber das war nicht so, ne? Kurz trocken. Also, boah. Also es war, glaube ich, im Vergleich noch zu einer normalen Uni gar nicht trocken, aber für mich war es immer noch kurz trocken. Und habe das dann auch nach 2 Monaten dann abgebrochen. Ja. Genau, und dann habe ich mich vor jetzt ungefähr 5, 6 Jahren mit meinem damaligen Geschäftspartner zusammengetan. Das war der Marco, weil es eine coole Kombi war. Also Marco ist und war ein extremst guter Personal Trainer und Fitness Coach. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen uns gegenseitig geholfen, er mir beim Trainieren. Ich habe es nur ein bisschen schleifen lassen, wie man sieht. und ich ihm bei dem Thema Webseiten ein bisschen irgendwann gesagt haben, hey, lass uns doch da einfach was zusammen machen. Und dann haben wir zusammen Fitness-Online-Coaching aufgebaut, dadurch auch in 1, 2 Coachings drin gewesen und da auch extrem viel gelernt, super dankbar auch für die Journey, weil dadurch habe ich halt wirklich erst die Sachen gelernt. Unternehmertum, Mitarbeiter, Prozesse, Marketing noch im größeren Stil und so weiter. Und dann jetzt vor 2,5 Jahren dann geschäftlich zumindest nur getrennt und gesagt, hey, irgendwie mich juckt's in den Fingern, ich muss da wieder was Eigenes machen, ich muss da mehrere verschiedene Kunden haben im B2B-Bereich, das macht mir einfach extrem viel Spaß, andere da auch in die Sichtbarkeit zu bringen und ja, here we go. Cool. Extrem krass gewachsen, sehr wilde Journey. Ja, ich wollte gerade sagen, wie viele Leute seid ihr jetzt und seit 2,5 Jahren losgelegt? Genau, wir sind jetzt zu 8 im Fest, also fest im Team sozusagen. Ja. Und wir haben noch ein paar Freelancer drumherum, die uns noch zusätzlich dann unterstützen, wenn die Hütte mal richtig brennt. Was tatsächlich stark. Sehr oft vorkommt in letzter Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja häufig dann auch irgendwie so eine Aufwärtsspirale, ne? Und das wäre auch die perfekte Überleitung, Thomas, von dir mal zu hören, weil du bist ja in einem absoluten Red Ocean eigentlich unterwegs, ne? Also ist, glaube ich, ein Markt, der nicht voller sein könnte. Ja. Und ich habe das Gefühl, auch bei unserem Thema geht es auch sozusagen langsam los. Nicht nur LinkedIn, da gibt's natürlich auch, keine Ahnung, Leute, die unseren kleinen Kurs mal gemacht haben und 2 Wochen später sich auch entscheiden, LinkedIn-Berater zu sein, ne? Ja. Und für Interessenten ist es häufig so nach außen auf den ersten Blick gar nicht so sehr sichtbar, ob das jemand schon lange macht und professionell macht oder nicht. Und insofern frage ich mich auch immer so, was sind so die Kernsachen, auf die ich mich konzentrieren muss, um in so einem umkämpften Markt auch irgendwie als immer noch der Gewinner rauszugehen und auch als der Beste wahrgenommen zu werden. Hast du da irgendwie ein Modell für dich gefunden, auch in diesen Jahren, wo du gesagt hast, das sind so die Sachen, auf die ich mich konzentriere und dann wird das nie ein Problem sein, an Leads und an Kunden zu kommen? Ja, tatsächlich. Und jetzt vor allem die letzten Monate hat sich das nochmal sehr, sehr, sehr krass und sehr stark bestätigt. Wenn ich zusammenfassen müsste, ich habe halt auch sehr lange, also so ein Jahr ungefähr, sehr stark einfach vom Netzwerk und von Empfehlungen gelebt und profitiert, weil ich das auch vorher, vorher war es echt verrückt, ich hatte nie Akquise gemacht, gar nicht, bevor ich mit Marco gestartet habe. Krass. Das heißt, es war wirklich alles nur Netzwerk und Empfehlungen. Und sprich halt für deine Arbeit erstmal, ja. Das stimmt und das ist aber auch so ein Trugschluss, weil das reden sich viele immer ein. Ich brauche ja sonst keinen anderen Kanal, weil ich habe ja so viele Empfehlungen, aber nee, weil die sind halt erstens natürlich komplett unzuverlässig, also nicht planbar. Ja. So und, auch sehr bunt halt gemischt, ne, von den Projekten. Also du kannst sie ja nicht die rauspicken, die wirklich interessant sind, sondern du nimmst dann, was kommt, ne? Ja. Ganz genau. Und deswegen auch 1, 2 gute Freunde, die haben mir schon sehr lange die ganze Zeit gesagt, so hey, hör auf damit, da sich nur drauf zu verlassen. Bau dir ein oder zwei, am besten erstmal einen und dann den nächsten im Kanal einfach auf, der dir halt einfach konstant Leads bringt. Ja. Und das war einmal, glaube ich, wirklich einer der wichtigsten und größten Schritte. Und dann habe ich in dem Schritt aber auch für mich gelernt, dass ich lieber früher damit anfange, wenn ich dann kleinen bis guten bis wie auch immer Puffer halt habe, um dann, egal was es da noch ist, es kann ja Kaltakquise sein, es kann können Cold Mail sein, es können Cold Calls sein, es können aber auch Paid Ads sozusagen sein, um sich da einfach was aufzubauen und sich aber auch, für mich war das extremst wichtig, die Zeit zu geben, dass ich das nicht erst dann mache, wenn es schon brennt. Und das hatten wir nämlich früher sehr oft den Fehler. Es lief gut,
Du hast dich nie um den nächsten Schritt gekümmert, bis du dann gemerkt hast, oh verdammt, irgendwas läuft nicht mehr, irgendwas performt nicht mehr. Und dann musst du schnell Entscheidungen treffen, kurzfristig, die dann aber wieder die falschen Entscheidungen sind, weil sie dir langfristig nichts bringen. Das heißt, ja, da muss man sich, glaube ich, auch einmal die Finger verbrannt haben, ne? Wie viele Leute man immer hört, ja, läuft gerade gut jetzt, ne? Brauchen wir nicht. Ja. Ne? Mit LinkedIn müssen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Und ich denke mir so, wenn die Leute die Einstellung von Thomas hätten, ne? Also wirklich sich auch die Zeit zu geben, das aufzubauen und lieber mehr Leads haben als zu wenig, ist ein geiler Tipp, den jeder mitnehmen sollte, wenn er hier heute zuhört. Ja. Ja, absolut. Und ich glaube halt auch, wie gesagt, egal welcher Kanal das ist. LinkedIn finde ich mega geil. Ich habe es auch, und es ist spannenderweise genau das Gleiche. Ich habe LinkedIn mehrmals angefangen, da einfach konstant was zu posten und dann halt aber schon nach kurzer Zeit wieder aufgehört. Ja. Ist genau dasselbe. Hätte ich auch, also jeder, der es ja gut macht und durchzieht, der wird ja damit irgendwo in Anführungsstrichen erfolgreich. Ja. Und dann ist aber auch damit zusammenhängend nochmal der nächste Schritt, den ich für mich auch aus der Vergangenheit gelernt habe. Verlass dich nicht auf andere. Gib solche Sachen, wenn du vor allem noch ein bisschen am Anfang stehst und selbst noch nicht mal perfekt deine Zielgruppe und dein Angebot kennst, gib das nie ab an eine Agentur, weil die werden das nie ansatzweise genauso machen können wie du. So, die verstehen also das nicht. Die Agenturerfahrung hast du auch hinter dir? Nicht bei mir selber jetzt. Okay, aber da ist die komplette Expertise da. Ja. Genau, aber damals mit Marco zusammen haben wir tatsächlich immer geguckt, weil wir halt, ich habe mich damals nicht rangetraut an das ganze Thema, vor allem in Paid Ads selber. Ja. Na, und dann mit den Agenturen, es waren glaube ich 3, es hat damit keiner so richtig funktioniert. Ich sag nicht, dass die schuld waren, aber das war genau das Thema. Ich habe halt einfach nur gehofft, muss selbst keine Verantwortung übernehmen. Genau, man kann die Verantwortung abgeben und ja, macht mal und ja. Was hast du denn alles ausprobiert? Na, also ausprobiert und was ist übrig geblieben von den Lead-Kanälen? Was macht ihr denn heute als sichtbarer werden? Und was hast du vielleicht alles gemacht? Cold Calling und so auch gemacht? Cold Mailing und so alles ausprobiert? Cold Calling tatsächlich nicht, weil das irgendwas ist, wo ich mich extremst davor drücke. Ich auch. Ich habe das einen Tag gemacht und dann war ich geheilt und wusste, das werde ich niemals im Leben machen. Ich bin auch, ich weiß, man soll sich solche Sachen sehr nicht einreden, aber ich bin auch null der Sales-Typ. Ich bin vielmehr der Fulfillment-Creative-Guy so ein bisschen. Das heißt, Sales liegt mir einfach nicht so natürlich. Ja. Das heißt, mich da jeden Tag in Cold Calls irgendwie zu zwingen, boah, ich habe jetzt schon ja ein paar graue Haare, es wird immer mehr, aber ich glaube, ich wäre schon weiß jetzt mittlerweile. Wenn du dann noch Cold Calls gemacht hättest, Uiuiui. Genau, also das nicht. Paar shiny Objects, also gut, LinkedIn habe ich ein bisschen selber probiert. Ja. Ist mir aber dann, ich habe es dann nicht lange genug verfolgt. Cold Mails habe ich auch probiert, habe das aber auch ein bisschen zu früh dann einfach aufgegeben, weil ich halt nicht so viele Zielgruppen getestet habe. Glaube ich aber auch immer noch dran, dass es ein sehr geiler Kanal ist. Je nach Zielgruppe, B2C macht es natürlich jetzt wenig Sinn. Ja. Content auf YouTube auch, wo ich aber jetzt nicht sage, dass das jetzt nicht funktioniert hat, sondern es war trotzdem, auch wenn es jetzt nicht das Optimalste ist, dass ich seit ungefähr einem knappen halben Jahr kein Video mehr hochgeladen habe, aber es ist trotzdem immer noch ein vertrauensaufbauendes Thema. Ist ein Asset, ne? Ja. Richtig. Wo ich dann immer mal wieder auch, eher selten, aber trotzdem höre, hey, ich fand das so geil, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, voll cool. Und dann ist halt einfach schon ein Vertrauen dann da. Ja. Und das waren, muss ich überlegen, wir haben, wo dieses AI-Thema aufgekommen ist, hatte ich ein super shiny Object, dann auch Cold Mail, super fancy mit AI-Automatisierungen, Personalisierungen mit drin. Da hat es gekribbelt, ne? Ja. Uiuiuiui. Viel zu viel Zeit und auch Geld da rein investiert. Genau. Ja, übrig geblieben sind am Ende SEO und Paid Ads oder was? Auch wieder spannend. Wir haben uns für unser eigenes Thema aktuell bisher noch, wir werden es dieses Jahr aber dann auch sehr intensiv angehen, bisher noch gegen das SEO-Thema entschieden. Spannend. Ja. Ist zwar genau sehr spannend, weil viele dann auch sagen, hey, wie ist das? Also als SEO-Agentur müsst ihr ja zeigen, was ihr könnt. Ja. Das Thema ist halt aber, dass du keinen kompetitiveren Markt findest als den Schlammmarkt selber. Bestimmt, ne? Ja. Und wenn du jetzt tiefer in das SEO-Thema reingehst, aber ich umreiße es nur mal ganz kurz, also wenn du in dem krassen Markt dich behaupten willst, für uns selber, gehen wir halt einfach davon aus, einfach mit der Expertise seit jetzt 6, 7, 8 Jahren, wo wir das machen, und ich habe auch mehrere extremst krasse und erfahrene SEO-Leute bei mir noch im Team. Also wir bräuchten locker 1 bis 2 Jahre und mindestens ein monatliches Budget, was wir nur extern sozusagen in Backlinks für die Autorität packen würden, von mindestens 10, 15 bis 20k. Auf jeden Fall. 100%. Krass.
sind und da die Flöcke so eingeschlagen wahrscheinlich, ne? Also da haben wahrscheinlich Agenturen vor x Jahren sozusagen das besetzt und da irgendwie ranzukommen, wahrscheinlich schwierig. Ja, weil da gibt's halt die großen Agenturen, die 5, 10, 15 größten, die halt einfach, wenn du in der Historie zurückschaust, die waren halt schon vor 10 Jahren, hatten die schon tausende Besucher. Ja. Bis du das einholst, richtig, richtig krass. Okay, wenn das wir aber ist dann eine machen, gute strategische Entscheidung, ja. Ja, mehr in die Nischen noch reingehen, weil ich habe dann auch gesagt, also wenn wir an dem Punkt sind, wo wir richtig, richtig stark so für ein, zwei Jahre einfach Cashpolster aufgebaut haben, dann mache ich das dann auch. Ja. Weil dann haben wir auch das Budget sozusagen, sind wir auch auf einem guten Weg darin, dahin. Aber jetzt gerade, ich will ja jetzt nicht vorarbeiten wirklich in ein, zwei Jahren, sondern wenn überhaupt dann, dass es dann klappt. Das ist nicht in allen Branchen so. Wir haben viele SEO-Kunden, wo wir jetzt schon nach 2, 3, 4, 5, 6 Monaten sehr starke Ergebnisse dann auch haben. Das SEO heißt nicht automatisch, dass es wirklich erst in ein, zwei Jahren funktioniert. Ja. Aber der Hauptkanal tatsächlich ist für uns einfach Paid, also Performance-Marketing auf Meta aktuell. Hey, crazy, und da musst du gleich ein bisschen was erzählen. Weil das ist ja ein Geniestreich, ne? Weil ich glaube sozusagen in deiner Branche wird das kaum jemand machen. Ne? Ich glaube, Ads ist ja schon Königsdisziplin. Und ich glaube, da wirst du relativ leicht sozusagen durch die Tür kommen. Und man muss sagen, Thomas, ich weiß selber, wenn man das gut beherrscht, dann wird man faul mit allen anderen Sachen, ne? Also ich merke das auch immer, wenn meine Ads schnurren und alles funktioniert, dann bin ich auch so, oh, muss ich diese Woche wirklich noch ein YouTube-Video machen? Gar keine Lust drauf, ja. Ja. Hey, wie seid ihr damit angefangen? Ich habe mir lange überlegt, was ist halt einfach der Hebel, den ich jetzt anfangen will aufzubauen? Der aber gleichzeitig jetzt nicht in ein, zwei Monaten funktionieren muss. Aber ich habe mir halt das Ziel gesetzt, innerhalb von 3 bis maximal 6 Monate war jetzt zu lange, aber da halt einfach so langsam zumindest cash-neutral dann zu fahren. Ja. Dass wir die Abschlüsse, die wir dann haben, die Ads sozusagen einfach auf Null setzen, die Ausgaben. Ja. Und ich habe halt auch durch einen guten Freund da sehr viel Input bekommen. Und bei uns ist es, glaube ich, so das Thema, dass wir uns schon sehr lange halt natürlich bei jedem einzelnen Kunden überlegen, wie können wir ihn einfach sehr unique und besonders irgendwie in die Sichtbarkeit bringen. Das heißt, die Ideen sind dann auch sehr lange gereift. Wie können wir denn einfach, und das ist dann, das ist irgendwo kein Geniestreich, aber was halt heutzutage einfach nicht mehr funktioniert, sind halt die Ads mit, ja, wir machen SEO, trag dich ein. Ja. So, und ich hoffe jetzt mal auf irgendwelche Leute, die sich dann direkt eintragen, weil das ist halt in der Bewusstseinsstufe oder vom Wärmegrad, das sind halt die letzten 0, irgendwas Prozent, die dich vielleicht dann auch schon, aber vorher länger gesehen haben, die kennen dich irgendwoher und sich dann halt einfach eintragen. Was wir im Prinzip machen, ist ja auch kein Geheimnis, sieht ja jeder in der Ad-Library, wenn er uns da jetzt durchleuchtet. Wir versuchen einfach extremst viel Mehrwert zu geben. Spannend. Extremst viel, also komplett alle unsere Geheimnisse halt einfach rauszuhauen und damit einfach zu zeigen, wie wir arbeiten, was wir machen, wie das dann auch abläuft, um einfach letztendlich mit dem Endziel viel Wissen rauszugeben, dass es Leute teilweise auch selber umsetzen können, absolut fein, und aber auch dann einfach das Vertrauen haben dann. Und optimiert ihr auf Video-Views oder dann schon auf die Leute gehen auf die Homepage und buchen sich ein Telefonat? Wir machen es super easy, also viel, viel einfacher sogar. Bei uns, also wie du ja auch selber weißt, oder wenn man jetzt nicht so tief in dem Thema drin ist, wir haben sehr straighte, sehr direkte Creatives, also Videos vor allem, wo ich einfach sehr direkt den Mehrwert einfach rüberbringe. Also wir haben zum Beispiel ein, nenn's wie du es willst, ob es jetzt ein VSL ist oder wie auch immer. Wir haben einfach ein super großes Google Doc, wo wir extremst viel Input zu dem SEO-Thema mit reingeben. Und da habe ich auch ein 40-Minuten-Video dazu, wo ich alles erkläre. Und da ist es letztendlich die Ad einfach, wo wir sagen, hey, wir schenken dir hier komplett kostenlos all unsere Geheimnisse aus dem SEO-Bereich von über 8 Jahren, wo wir mit unseren Kunden über 50 Millionen Euro Umsatz generiert haben, kumuliert zusammen. So, das Einzige, was du machen musst, trag dich hier kurz ein. Du kriegst direkt eine E-Mail da mit dem Google-Doc-Link und kannst es dir direkt angucken. Und das ist letztendlich alles. Also kein Hexenwerk, keine 300 Schritte irgendwo dazwischen, kein fancy Funnel, sondern aufs Wesentliche genau dann auch in den Creatives die Zielgruppe adressiert oder das Angebot dann mit reingepackt, kommen dann auf eine Landeseite, die einfach mehr oder weniger nur eine Headline und ein Formular dann mit drin hat. Und sobald sie sich eintragen, kommen sie dann auf die Seite, wo sie dann direkt auch den Mehrwert dann sehen. Also ist so ein bisschen, ist eine Squeeze-Page sozusagen und dann VSL-Funnel so mehr oder weniger, ne? Gibt es ein Video, wo du das erklärst? Ja, ne? Also ganz genau, ja. So,
Und genau. Das ist euer bester Funnel sozusagen. Auf Startseite wahrscheinlich auch ein bisschen Retargeting, würde ich behaupten. Oder was genau, würdest du sagen, ist euer bester Funnel? Das ist tatsächlich, also wir haben jetzt einen noch gelauncht vor knapp einem Monat. Ja. Da will ich jetzt nicht alle Details teilen, aber ich sage mal Sneak Peek. Ja. Das ist tatsächlich der mit Abstand krasseste bisher, wo wir uns überlegt haben, okay, was können wir denn noch krasseres sozusagen einfach rausgeben? Und was willst du halt einfach im Prinzip jedem geben? Das ist etwas, wo er selber keine Zeit investieren muss, wo er nichts selber umsetzen muss, wo er nichts selber lernen muss, sondern einfach fertig von dir schon was optimalerweise individuell angepasst bekommt. Und das ist sozusagen der Funnel, der wirklich geisteskrank läuft. Und die Leute ist halt auch, also die sehen sozusagen in der Ad, was sie genau bekommen. Ja. Tragen sich dafür ein. Wir telefonieren dann ganz kurz, holen uns ein paar Infos und setzen das dann für die um. Und dann bringe ich das in den Call dann mit und dann schauen wir uns das gemeinsam an und dann schicke ich es denen dann im Anschluss dann mit raus dann. Aber sehr cool. Ja. Genau, beide sind halt einfach wirklich auf dem Gedanken gewachsen, was können wir anders machen als alle anderen Agenturen? Wo können wir einfach noch viel mehr Mehrwert rausgeben? Wo können wir etwas machen, wo wir einfach selbst auch ein bisschen Zeit investieren? Wir haben zum Beispiel auch also überall auf der Webseite, unser Haupt-Call to Action auf der Startseite ist auch nicht auf die Beratung, sondern wenn man sich das anguckt, der lädt dich immer auf die kostenlose Analyse bei uns. Und was wir da auch machen, ist dann nicht, wie die meisten, ne, das ist auch ein bisschen so das Problem in der Sprache, kostenlose Analyse, trag dich ein, kriegst ein tolles Setting-Gespräch nach Skript, super langweilig, super Standard, dann wirst du für einen Sales-Call terminiert, so, und dann gibt's eigentlich gar keine Analyse, sondern dann musst du wieder deine Probleme, man kennt's ja irgendwo. Ja. Was wir da halt aber machen, also wir haben insgesamt so knapp 1,5-2 Stunden im Team pro Interessent gebunden. Das heißt, wir haben einen SEO-Manager, krass, der sich die Webseite anguckt, die Konkurrenz anschaut. Wir erstellen eine komplett eigene Keyword-Analyse in einem eigenen Google-Doc und mit allem drum und dran. Und das geben wir dann einfach wirklich raus, weil du hast dann einfach diesen Input dann von uns. Ja, und dann, wenn halt das Interesse da ist, dann setzen wir uns gerne noch in den Call mit rein und besprechen das Ganze dann gemeinsam durch. Aber einfach mehr machen, geileren Value liefern und damit dann einfach das Vertrauen gewinnen dann. Geil. Weil wirklich die Dimension, glaube ich, beschreibt nie jemand. Ne? Die Leute überlegen sich immer, was sie für Stunts irgendwie in den Ads machen können, statt mal wie du darüber nachzudenken, wie kann ich den Leuten noch mehr liefern und wie kann ich noch mehr eigentlich in Vorleistung gehen, dass wirklich Interessenten sagen, ich wäre ja jetzt wirklich blöd, das irgendwie nicht mit Thomas und seinem Team zu machen. Ne? Das müsst ihr dann relativ viel filtern? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich so ein Angebot machen würde, dann müsste ich schon relativ viel filtern nach den Leuten, die wirklich interessant sind, die auch das Budget haben. Und ich kann mir vorstellen, bei so einem Angebot, was ihr habt, müsst ihr doch auch ein bisschen auf eure Kapazitäten wahrscheinlich gucken, wer sieht vielversprechend aus und wer nicht oder nicht. Ja, tatsächlich. Aber wir achten da in dem SEO-Bereich dann auch drauf, also für diese Analyse, wo du dann eine komplette SEO-Analyse bekommst, für deinen aktuellen Stand und fürs Potenzial. Wir wissen da ja auch einfach, welche Branchen funktionieren, auch zu deinem Stand. Und dann ist es halt wieder das, dass wir dann natürlich irgendwo dann sagen, wenn jetzt jemand, Beispiel, sowohl der Immobilienbereich als Makler, aber zum Beispiel auch der Versicherungsbereich sind halt extremst umkämpft auf Google. Ah, selbst wenn du halt lokal wirklich guckst, Immobilienmakler in verschiedenen Städten, ist es wirklich sehr stark umkämpft. Ja. Wenn du jetzt ein Immobilienmakler bist, am besten noch in Berlin oder in München, dann reicht dir halt dann schon auch, ich kann es dir schon erstellen, ich kann dir aber jetzt aus dem FF, weil ich es halt schon 100 Mal gesehen habe, halt sagen, das Potenzial, du hast dann schon einige 100, die dann in Berlin oder München suchen. Lass es auch 1200 Leute sein, das weiß ich auch auswendig gerade. Aber das wird für dich keinen Sinn machen, weil du müsstest im SEO-Bereich auch wieder mit einem Budget von 2.000 bis 4.000 Euro pro Monat arbeiten, mal mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr, damit sich dann was tut. Genauso sind die Google-Ad-Preise oder die Klickpreise halt relativ hoch. Das heißt, bevor wir uns dann natürlich die Zeit nehmen, 1-2 Stunden, so gebe ich dir dann halt lieber Tipps mit, was ich jetzt als Makler halt eher machen würde. Ja. Und da halt eher dann an Leute zu kommen, die halt bei dir dann irgendwas kaufen oder verkaufen dann. Also wir müssen tatsächlich das ist halt auch ein schöner Wert, ne, dass du da so ehrlich das auch spielst, ne? Weil ich glaube, viele Agenturen wären so, ja, komm, das bauen wir dir, ne, und wissen das schon, dass das Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Und ich glaube, da beißt man sich heute in den Hintern, wenn man es halt nicht so transparent spielt und den Leuten sagt, ja, bringt halt nicht viel, ne? Können wir machen, bringt aber halt nicht viel. Cool. Ja. Wir haben da halt auch versucht, weil das ist halt,
mir auch immer so ein Dorn für uns selber im Auge gewesen, weil, hey, irgendwo, ich verspreche dir ja, wenn du dich einträgst, du kriegst eine kostenlose Analyse. Ja. Und irgendwo will ich sie auch immer liefern, weil ich will dir dann einfach nicht nur sagen, nee, du nicht, weil du nicht Ah. passt. Na, was wir halt trotzdem dann halt haben, also wir haben halt dieses ganze Spektrum an kostenlosen Leistungen und an Mehrwert halt so gebaut, dass selbst wenn du jetzt halt reinkommst und die Analyse haben willst und ich dann halt sage, es passt halt leider nicht, weil entweder hast du selber das Budget halt gar nicht oder du bist halt viel zu klein oder wie auch immer, oder selbst du hast zum Beispiel gar kein Suchvolumen, dann haben wir trotzdem halt dahinter etwas, was wir trotzdem rausschicken können, damit du das trotzdem dir Cool. zum Beispiel selber auch aneignen kannst oder selber auch damit reinstarten kannst dann. Okay, das ist cool, weil wirklich stimmt, da bin ich bei dir, weil da vergrätzt Das ist man immer so ja sonst auch ein unangenehm am bisschen Leute. Ich Telefon. wollte Denkst gerade du, sagen, ich würde die gerne, weißt Also, wir haben das tatsächlich auch viel, ne? Also man muss wirklich sagen, die bei uns in die Beratung kommen, sind halt hauptsächlich Gründer und Geschäftsführer von Agenturen, von Beratungsunternehmen und noch teilweise von Recruiting. Und da musst du schon Ja. irgendwie so ab 5 bis 10 Mitarbeiter. Aber wir Ja. haben halt so einen kleinen Selbstlernkurs, wo viele auch Solo-Selbstständige drin Ja, sind, genau. ne? Und das funktioniert halt recht gut, aber wir müssen dann auch immer diese Gabel bauen und sagen, hey, ich glaube, Beratung wird ein bisschen teuer, ne? Da machen wir schon Ja. ziemlich viel gemeinsam mit unseren Kunden, aber guck mal, da im Kurs ist eigentlich alles drin, was du brauchst. Und ich glaube, solange Ja. man das hat, sind auch alle cool irgendwie damit. Und dann sozusagen, Thomas, wenn ich dann bei dir reinkomme, weil ich habe so ein bisschen was rausgehört, dass ihr auch Copywriting zum Beispiel macht, was, glaube ich, eine coole Dimension ist, die auf vielen Webseiten fehlt, dann die SEO-Themen mitmacht, macht ihr auch Google Ads? Google Ads machen wir mit. Also wir machen genau die Palette von Website-Optimierung, Erstellung, Landing-Pages, auch für Paid sozusagen, Ja. wo wir auch sehr geile Projekte hatten, wo teilweise so mittel fünfstellige Budgets im Monat drüber gelaufen sind und wir Krass. dann halt auch auf die Conversion-Optimierung achten, das Ganze Ja. auch monitoren, dass die einfach richtig gut performen und dann einfach ja teilweise 5 bis 10% Conversion-Rate dann auch hatten auf den Landeseiten. Also Cool. richtig, richtig geil. Und dann Ja. eben in Verbindung, was wir zumindest selber für Kunden umsetzen, die Google-Palette, also SEO und SEA, also das Organische und die Paid Ads dann sozusagen. Und dann kommt man rein bei euch und kann so das Buffet aufmachen oder du gibst eine Empfehlung, so was Sinn machen. Okay, brauchst jetzt erstmal eine vernünftige Webseite. Na, SEO macht bei dir keinen Sinn. Na, da ist irgendwie kein Suchvolumen. Google Ads ist auch irgendwie wenig los, aber Copywriting gehört sowieso zum Standardvolumen und oder wie läuft das ab? Genau, das ist dann einfach natürlich erstmal tief reingehen und verstehen, was macht halt am meisten Sinn. Und Ja. dann auch die Empfehlungen geben, was ich jetzt unabhängig von wirklich deiner Entscheidung und auch vom Budget halt machen würde. Na, und dann halt gucken, was ist dann letztendlich die beste Lösung. Oft kommt es tatsächlich auch vor, dass jetzt jemand reinkommt und sagt, hey, ich will halt einfach alles, weil ich will eine geile Webseite und ich will SEO und Ja. auch noch SEA. Wenn wir dann aber zum Beispiel rausfinden, ist halt blöd, dein Produkt ist halt zum Beispiel so neu oder die Leute kennen das nicht, die suchen, es gibt kein Suchvolumen dafür, dann sage ich halt auch, hey, was ich halt machen würde, ich würde klar eine geile Webseite erstellen, vielleicht noch eine Landingpage, wo man dann auch Paid Traffic dann draufschicken kann, würde aber jetzt zum Beispiel in deinem Bereich, und dann guckt man sich das halt individuell an, entweder in die Meta-Richtung gehen, Facebook, Instagram, oder sei, dann sage ich auch zum Beispiel auch, hey, in deinem Bereich bietet sich zum Beispiel LinkedIn-Ads halt extrem stark an. Na, und das setzen wir halt selber nicht um, wir können es im Prinzip, aber das ist nicht unsere Kernleistung, Und habt da und dann guckt Partner, man die das dann halt, machen? genau, wo wir halt einfach eine Empfehlung dann aussprechen. Ja. Und dann auch den Space halt Wie kennen, kriegt ne? ihr das denn eigentlich hin? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja irgendwie so ein Struggle, den du unternehmerisch wahrscheinlich irgendwie lösen musstest, so dass du so Projektgeschäft hast, ne? Also ich kann mir vorstellen, das meiste Volumen wird ja wahrscheinlich immer über so einen Relaunch von einer Webseite gehen, ne, monetär. Und dann kommt man doch irgendwie in diesen Trouble so, was kann ich mit den Bestandskunden irgendwie weitermachen? Macht ihr dann sozusagen diese Betreuung von irgendwie Ads und SEO und so ist dann monatlicher Retainer? Oder wie habt ihr das unternehmerisch gelöst, dass du nicht immer neue Leute durchschleusen musst? Genau, also wir sind noch nicht am perfekten Stand Ja. tatsächlich, weil genau das ist so ein großes Hauptthema, wo wir gerade dran arbeiten. Wir haben im Mix ungefähr so 70% Projektgeschäft mit Webseiten, wo wir dann eben diese Herausforderungen haben, die kommen halt rein, wenn die Website steht. Ne? Vielleicht kann man dann später oder man hat vielleicht einen kleinen Wartungsvertrag, den wir oft mitmachen, weil dann doch immer wieder was passiert oder wir halt oft in WhatsApp, weil wir haben immer eine WhatsApp-Gruppe gemeinsam. Ups, irgendwie, ich weiß nicht, wo ich geklickt habe, aber könnt ihr da mal bitte gucken? Geil. ja, und wenn es halt passt und auch sinnvoll ist, gehen wir dann natürlich langfristig in einen Retainer mit rein, wo wir dann natürlich SEO oder SEA dann machen. Ja. Aber dann das Projektgeschäft, genau 70% ungefähr. Ja, und aber durch die zwei Kanäle, die wir dann halt haben mit den Ads, haben wir einfach einen richtig, richtig starken Zufluss,
Das heißt, uns, also wir sind da konstant, also wir sind auch gerade einfach an dem Punkt, wo wir jeden Monat sehr stark wachsen und wir echt gucken müssen, wie wir hinterherkommen im Prinzip. Krass. Also gerade ist es auch so die spannende Phase, wo wir parallel das Sales-Team mit aufbauen. Also ich mache noch alle Beratungsgespräche. Wir haben jetzt einen, der sozusagen vorher die Gespräche macht und die dann terminiert. Ja. Und also ich da noch voll gebunden bin und das mit aufbaue, gleichzeitig aber auch noch im Fulfillment und im Kundenkontakt voll mit drin bin. Ja. Was mir an sich beides extremst, Fulfillment mehr Spaß macht, wenn ich ehrlich bin. aber gerade vom Arbeitspensum ist es schon sehr viel, aber es ist geil, weil das Wachstum macht einfach extrem viel Spaß. Und dann einfach diesen exponentiellen Effekt, den wir da einfach spüren, dass es einfach so eine richtig schöne Aufwärtsspirale ist. Ja. Genau. Ich muss auch sagen, ich bin dieses Jahr mal wieder in Sales Calls eingetaucht, bin auch froh, das wieder abgegeben zu haben. Na, das war auch etwas, wovor ich mich doch dann doch gerne drücke, na, und es nicht machen muss, wenn ich es nicht machen muss. Insofern fühle ich dich da sehr. Na, wenn man da drüber rumkommen kann, dann ist es irgendwie das Angenehmste. Aber gleichzeitig gehört natürlich auch viel dazu, und das habe ich auch gemerkt, wirklich seine Leute da gut auszubilden, na, dass die einen guten Job machen. Das ist auch ein Weg und eine Reise, wo irgendwie viel dazugehört, gerade wenn man eine anspruchsvolle Zielgruppe hat. Und das kann ich mir bei dir auch vorstellen, weil es ja schon wahrscheinlich auch ein bisschen größere Budgets sind für Webseite und alles, dass da natürlich die Handgriffe im Sales-Team auch sitzen müssen, dass sich der Gegenüber abgeholt fühlt und sagt, hey, ich lasse so viel Geld am Ende bei euch. Na. Sowohl das natürlich, aber natürlich auch mit größeren Unternehmen, wo wir halt arbeiten, du willst halt irgendwo auch auf Augenhöhe kommunizieren. Ja. Na, und dann ist jetzt jemand, der dann irgendwo vielleicht bei dir im Sales sitzt, der jetzt da gerade am Anfang ist, das merkst du halt einfach. Ja. Das merke ich ja selber auch, wenn ich irgendwo Interesse habe und dann im Sales Call dann halt sitze. Du willst halt optimalerweise halt wirklich jemanden haben, wo du auf Augenhöhe dann kommunizieren kannst und der dich zumindest versteht und du halt ein Gefühl dann hast, okay, der liest jetzt nicht einfach nur ein Skript komplett ab und versucht dich da dann rein zu closen am Ende mit noch 40 Minuten Einwandbehandlung. Das ist so witzig, ich habe einen Ausflug gemacht vor ein paar Jahren, ich wollte so einen Erklärfilm unbedingt mal haben. Ne? Habe mir wirklich fünf Anbieter rausgesucht und ich glaube, ein Gespräch nach dem anderen war schrecklicher, als ich es mir vorstellen konnte. Wirklich, da war ein Geschäftsführer von so einem Laden und ich glaube, das war kein kleiner Laden und im zweiten Satz fragt er mich, ob ich heute eine Entscheidung treffen kann. Ne? Und ich war so, Digga, dein Ernst? Ja, also wirklich, dann war ich schon so, am Ende habe ich wirklich bei niemandem gebucht, weil ich es so schrecklich fand. Na, wild. Und ich dachte mir wirklich so, da kann man im Sales, kann man echt viel falsch machen, na, wenn man da keinen Blick drauf hat. Und das ist so witzig, ich habe irgendwann mal Gordon Ramsay, der Koch aus Amerika, na, der hat eine geile Show, wo er sozusagen Hell's Kitchen, wo er in Restaurants reingeht, na, und die irgendwie kurz vor dem Bankrott stehen. Das Erste, was er macht, ist, in den Kühlraum zu gehen und in der letzten Ecke sozusagen mit seinem Finger lang zu gehen. Na? Und du kannst dir vorstellen, was er in diesen Kühlkammern von wirklich diesen runtergerockten Restaurants immer findet. Na? Und dann dem Restaurantbesitzer irgendwie auch so fragt, wann hast du die Verantwortung für deinen Laden abgegeben? Na? Dein Job als Chef ist es, auch im letzten Winkel deines Restaurants zu wissen, dass der sauber ist. Und dass da alles sauber läuft. Und ich habe mich so erwischt gefühlt, na, weil wirklich vor ein, zwei Jahren, keine Ahnung, so Sales-Team und so, die zwei, drei Leute, die ich da habe, machen einen super Job. Und ich war so, die machen das schon, na. Bis dann irgendwie die Conversion Rate immer weiter gesunken ist und ich dann so, vielleicht sollte ich dann doch mal da reingucken, na, und habe wirklich einen Scherbenhaufen gefunden, na. Also wirklich, Prozess war irgendwie total zerhagelt und alles war nicht nach meinen Vorstellungen. Und ich war so, ey, Gordon Ramsay hätte mich auf jeden Fall erwischt. Na. Ja, weil ich glaube, das ist ein extrem spannendes Thema. Also da halt einfach, man kann halt nicht überall 24 Stunden am Tag halt arbeiten. Aber dann halt auch eben, ich glaube halt, dass das halt mit diesen extrem geskripteten Themen und dann auch einfach trocken die Sales Calls, ich bin halt selber auch kein Fan davon. Und ich glaube, das sind halt die meisten. Und ich kriege ja dann auch oft mit, dass mir ja auch gesagt wird, hey Thomas, du musst dann halt schon das mehr nach Skript oder Leitfaden machen. Und ich sage, okay, irgendwo, ich weiß ja schon, wo ich oder was halt einfach sinnvoll ist, in so einem Gespräch zu besprechen. Ja. Hatte heute zum Beispiel sogar ein Gespräch heute früh und da habe ich genau dieses Feedback auch wieder bekommen. Ja. Voll geil. Also ich hatte jetzt auch, war sehr ähnlich wie bei dir. Ich hatte jetzt zwei Calls vorher. Das war alles super nach Leitfaden. Genau die Frage, die du auch gerade gesagt hattest. Ja. So, dann hatte ich schon gar keine Lust eigentlich drauf. Und krass, also bei euch ist es voll locker, je nachdem, wie es halt passt. Smalltalk, kein Smalltalk. Man findet irgendwie da coole Themen, wo man drüber spricht sozusagen.
So, und dann ist es halt einfach ein geiles Gespräch. Und wenn es halt dann passt, dann ist es halt einfach was ganz anderes gewesen. Und tatsächlich kriege ich auch sehr oft das Feedback, dass wir genau deswegen halt im Vergleich dann auch gewinnen, obwohl wir teilweise auch vom Budget her mal drüber liegen als die anderen. Nicht immer, ja, ne, aber so ein bisschen halt drüber. Und dann sagen die ja trotzdem, hey, ich fand halt einfach das Miteinander oder das Persönliche war halt viel geiler. Ja. Und das ist eine unterschätzte Dimension. Und das glaube ich auch. Also wir haben auch in den letzten Monaten wirklich unseren Leitfaden angepasst. Aber am Ende habe ich es auch auf so Grundpfeiler runtergebrochen. Ne? Guck mal, das sind die Punkte, die ihr in einem Gespräch rausbekommen müsst. Ja. Ihr müsst irgendwie rausbekommen, ob die Leute einen Bedarf haben oder nicht. Ne? Dann habt ihr hier eine Folie, wo ihr erklärt, was wir sozusagen, was unsere Lösung ist. Und wenn die Leute das Thema starten wollen und einen Bedarf haben, dann kommen wir zusammen und oder nicht. Ne? Und ich glaube, ich habe wirklich die Beobachtung gemacht, unsere Zielgruppe, keine Ahnung, so smarte Gründer und Geschäftsführer, ja, wenn du denen mit dem Leitfaden kommst, dann hageln sie dir das um die Ohren und sind so, was seid ihr für ein komischer Anbieter? Und umso mehr habe ich auch meinem Team mitgebracht, seid ihr selbst, ne? Seid einfach irgendwie gut drauf, beratet die Leute gut und dann funktioniert das. Und war spannend, dass du das Gleiche sozusagen erzählst. Ne? Die Königsdisziplin ist halt dann halt vor allem, wenn was selbst wenn ich jetzt oder du oder wie auch immer jetzt nicht die allerbesten im Sales sind, wenn wir es aber halt einfach über diese persönliche Schiene halt gut machen. Aber die Königsdisziplin ist dann, das wirklich zu duplizieren in dein Team rein, weil das ist halt mehr Persönlichkeit. Wir wählen halt auch nur nach Persönlichkeit dann halt aus, weil das kannst du halt niemanden so wirklich leicht beibringen. Ja. Ne? Aber wenn das dann halt gut passt, und dann bin ich auch super happy über die Person, die jetzt gerade bei uns sozusagen im Team ist, weil da haben wir auch genau darauf geachtet und es hat extrem gut gepasst. Einfach super cool, lässig sozusagen mit drin. Klar, Vorgaben und alles, aber das ist dann schon richtig, richtig nice. Ja, das ist sehr, sehr cool. Und Thomas, lass uns noch einen kleinen Ausflug machen. Zwei Sachen interessieren mich noch, die ich unbedingt hören will. Zum einen sozusagen Tiefpunkte. Na, gab es da in den letzten Jahren irgendwie so Momente, wo du gedacht hast, oh Mann, das sieht alles nicht im Moment sehr gut aus. Und wie hast du dich da wieder rausgeholt? Weil ich kann mir vorstellen, für gerade die letzten, glaube ich, anderthalb Jahre waren für viele tough. Ich habe auch gehört, gerade so das erste Quartal war bei vielen dieses Jahr so, ne? Aber auch aus deiner eigenen Erfahrung, ne? Man steuert ja oder man hat immer wieder Stress. Es gibt immer wieder Momente und Tiefpunkte irgendwie. Wie gehst du damit um? Hast du da irgendwie einen Weg für dich gefunden, dich da auch rauszuziehen? Irgendwie coole Möglichkeiten gefunden? Ich hatte halt in den letzten Jahren, also klar, also extrem viele Tiefpunkte. Also auch bis zu dem Punkt dann, wo du halt einfach 200 Euro auf dem Konto hattest. So, und du halt einfach gar nicht wusstest, wie, wo, was. Ein bisschen verknüpft mit dem Thema vorher ist halt, glaube ich, der Punkt, in den guten Zeiten, wenn es gut läuft, dann einfach für die Zukunft zu arbeiten. Also du hast daraus gelernt, ja. Extremst, weil ich kriege das tatsächlich auch sehr stark mit jetzt in den letzten Monaten, wo halt auch Agenturen selber sagen, wie extrem schwierig es gerade läuft. Ja. Wie aber auch Leute, die mit Agenturen arbeiten, sagen, boah, die sterben gerade alle weg. Ja. Soll jetzt nicht blöd klingen, weil ich sage nicht, dass ich da der Tollste bin, ganz im Gegenteil, aber ich kann es, glaube ich, vor allem halt darauf zurückführen, dass wir halt einfach nicht vor 3 Monaten angefangen haben, sondern halt vor 6 bis 9 Monaten. Ja. Und es jetzt auch nicht an mir liegt, weil ich der Tollste bin, ganz im Gegenteil, sondern weil wir halt einfach damals angefangen haben, das halt aufzubauen. Bei uns ist es halt eine extremst starke Aufwärtsspirale jetzt gewesen. Ja. Was ich nur aber extremst glaube, und das geht jetzt eigentlich komplett weg von diesem, ich sage jetzt mal, Marketing-Thema und von allem, was wir jetzt sozusagen geschäftlich besprechen. Ich habe damals halt gemerkt, auch so vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, dass ich mich halt gefragt habe, wenn ich immer wieder in so ein ähnliches Problem gerutscht bin oder dann auch gemerkt habe, dass ich da aus bestimmten Gründen immer an dieselben Probleme dann komme, dann habe ich halt angefangen, das Ganze zu hinterfragen. Irgendwie ist es ja kein Zufall. Also irgendwas muss ja da irgendwie so dahinter sein. Und was ich für mich halt extrem stark entdeckt habe, ist halt einfach das Thema, sich mit mir selbst sehr intensiv auseinanderzusetzen. Vor allem dann auch so auf einer emotionalen Ebene, weil ich einfach tief im Innersten davon überzeugt bin, dass alles, was dir halt im Leben außen passiert, irgendwo aus einem bestimmten Grund emotional vor allem halt in dir sitzt. Und das ist dann so das Typische, wenn Leute immer wieder Verletzungen haben, wenn Leute immer wieder krank sind oder auch stärker krank sind, wenn die im Geschäftsleben immer wieder zum Beispiel sehr erfolgreich sind und immer wieder so einen Rückschlag haben. Also klar, es gehört dazu. Nur dann habe ich für mich halt einfach gemerkt, und das ist vielleicht extrem spannend und auch extrem persönlich, bei mir ist das komplette Unternehmerische, das durfte ich halt auch durch meine Emotionen dann halt erfahren, hat sich eigentlich jahrelang nur darauf aufgebaut, weil ich es
meinem Dad beweisen wollte, dass ich besser bin als krass. Er. Also extrem tiefes Thema halt. Ich müsste jetzt so viel zu krass aufholen, aber ich mache es ein bisschen kürzer. So, und als ich das verstanden habe und gemerkt habe, okay, warte mal, die einzige Motivation ist, dass ich besser bin als mein Dad. Und ich wusste ja, mein Vater hat auch eine eigene Firma und ich wusste ja, wo er fährt ungefähr. Also sehr klein, Familienunternehmen mit meiner Mom zusammen, wo ich doch damals noch geholfen habe. Und es ist verrückt. Jedes Mal, wenn ich den Umsatz, den ich wusste, den er macht, gehittet habe und ein bisschen drüber war, ist auch einmal wieder sehr viel wieder schiefgegangen. Krass, so, und spannend. Dann dachte ich mir so, was zur Hölle? Und wenn du dann solche Themen, es gibt ja, jeder muss halt einfach seinen Weg halt finden, das halt aufzuarbeiten, ne, und sich dann auch damit zu kümmern. Ich glaube, das erste Ding ist halt wirklich, sich dessen so bewusst zu werden. Wenn man da aber reingeht, habe ich dann halt gemerkt, sehr viel freier gefühlt. Ich hatte nicht mehr diesen negativen Gedankenkreislauf jede Früh, dass ich mich irgendwie nur noch abgefuckt habe und mich dann einfach so reindrücken musste in die Arbeit, sondern auf einmal ist es immer mehr leichter und freier geworden. Und das kann jeder jetzt bewerten, ob es jetzt super spirituell ist oder auch nicht oder wie auch immer. Na, muss man ja auch nicht gleich in eine Schublade stecken. Aber das abgesehen von dem Unternehmerischen war bei mir die letzten Jahre mit Abstand der größte Hebel, dass ich mich also viel zufriedener, viel wohler fühle, viel mehr aufgehen kann in dem, was ich mache. An der Arbeit entwickelt hast dann? Ja. Extremst, ja. Auch einfach Altlasten, die man dann so hat, sei es im Bekanntenkreis, Freundeskreis und so weiter und so fort, dann auch darauf achtet, woher kommen denn so die ganzen Einflüsse? Ja, und was sind halt einfach diese Sachen, die dich halt immer wieder manipulieren dann? Also das ist extrem spannend. Ich glaube wirklich, ja. Ich glaube, der Kampf zwischen Vater und Sohn, kann ich ein Lied vom singen, ne? Also ich glaube, ja, das schwingt auch heute immer noch so ein bisschen mit und das ist so schade, ne? Weil von meiner Seite ist es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen durch. Aber ich glaube, die Gefahr besteht immer, dass man sich als Vater auch mit dem Sohn vergleicht und andersrum. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das vielen, vielen Gründern so geht, die eine ähnliche Motivation haben, ne? Und sagen, hey, dem alten Herrn, den zeige ich es jetzt mal, ne? Aber dass das einen blockiert, wirklich wahrscheinlich diese Leichtigkeit irgendwann zu bekommen und wirklich Freude auch an der Arbeit zu entwickeln und nur so, ja, irgendwie aus Trotz das Ganze, ne? Ja. Ja. Spannend. Es ist halt wirklich, wenn man sich das genauer anschaut, so die größten Persönlichkeiten, die extrem viel erreicht haben, so nenn egal, wen du willst, sei es Elon Musk, Mark Zuckerberg und so weiter, wenn du da sehr tief gräbst, dann merkst du halt, dass es muss nicht immer der Vater sein, aber es ist halt irgendwas im Leben, wo die einfach einen, weiß ich auf Englisch, einfach einen großen Lack haben, also denen fehlt irgendwas extremst emotional und deswegen gleichen die das halt aus, also dieses, ich muss es irgendwie beweisen zum Beispiel, ich muss halt inkommen, weil sonst hast du einfach als jemand, der sehr zufrieden mit sich selber ist, du hast nicht diesen absolut geisteskranken Antrieb dann halt irgendwo. Ja. Man kann aber zurückgucken, also jeder, der das vielleicht sieht und das ein bisschen spannend findet, was ich halt empfehlen kann, sich ein bisschen anzuschauen, wie war das denn einfach so mit den Eltern, habe ich mich mit einem so besser verstanden, was ist in meiner Kindheit auch so ein bisschen passiert, wo trage ich vielleicht so emotionale Themen mit mir herum, einfach mal reinzugucken. Es gibt sehr viele verschiedene Richtungen. Ich habe jetzt selbst nie eine Therapie oder sowas gemacht, aber auch gehört, dass das, wenn man da die richtigen findet, auch spannend sein kann. Meditation ist ein Weg, einfach sich mal hinzusetzen und einfach mal reinzufühlen, wo merke ich denn, hängen da irgendwelche Sachen da in mir drin? Ja. Sondern einfach mal zu gucken und sich selbst zu informieren und man findet dann schon den richtigen Weg dann. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema, was wenig thematisiert wird, ne? Ich glaube, man guckt immer wirklich auf die neuesten Strategien und die neuesten Tricks und die neuesten Hacks. Und das ist witzig, weil Russell tatsächlich Brunson diese drei Bücher zu ClickFunnels geschrieben hat und meinte, die Leute haben alle Tools, haben alles, was sie brauchen und trotzdem schaffen sie es nicht. Und das ist so witzig, weil er jetzt sozusagen sich einem neuen Projekt angenommen hat und irgendwie Secrets of Success ein neues Buch schreibt und wahrscheinlich mehr in diese Persönlichkeitsrichtung geht, um den Leuten so diese persönlichen Frameworks mitzugeben, wie sie aus ihrem Kopf kommen, ne? Weil die Tools liegen alle vor einem eigentlich, aber trotzdem stehen sich die Leute irgendwie in irgendeiner Form emotional oder auch irgendwie gedanklich im Weg und das ist so schade und das ist cool, dass du dieses Thema so offen geteilt hast. Ne? Ja, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du dich auch selbst beobachtest, ne, an sich, wie du sagst, ich weiß ja, was ich machen kann, also wenn ich keine Kunden habe, was mache ich? Ich gehe halt raus und spreche mit Leuten. Ja. Also ganz einfach. Oder ich bringe mich halt auf irgendeinem Weg in die Sichtbarkeit. Ja. Wenn ich dann aber reingehe und dann zum Beispiel sage, hey, ich rufe jetzt Leute an, ich spreche Leute an, wie auch immer, ich gehe auf Messen. Wenn man dann aber so merkt, ich habe jetzt eine Blockade, ich komme da nicht weiter, ich will es gar nicht machen, ich merke so innerlich, ich habe gar keinen Bock darauf oder
ich habe super Angst davor. Das sind halt alles so Anzeichen, dass ich da halt irgendwie einfach merke, entweder liegt es mir halt nicht, aber dann muss ich was anderes suchen, oder es liegt mir nicht aus einem bestimmten Grund, weil ich halt da irgendwas einfach so Blockierendes in mir drin habe. Und das habe ich dann halt auch bei mir so gemerkt, dann, weil du manipulierst dich dann halt mit der Zeit dann auch extremst. Ja, das ist so wichtig. Ja, sag mal. Sehr lange auch in den Sales Calls. Ich hatte zum Beispiel damals noch, bevor ich mit Marco gearbeitet habe, ich hatte super Angst vor Sales. Also extremst. Ich hatte Angst, vor 7, 8 Jahren. Ich hatte am Ende, da musst du dir vorstellen, war ein Interessent von mir gesessen, der sagte, Thomas, voll cool, lass uns das machen. Was kostet denn das? Ich hatte Angst, dem den Preis zu nennen, den ich verlangen muss, damit ich eine gute Arbeit abliefere. Ja. Und dann habe ich mich selbst so krass manipuliert, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel damals vor Ewigkeiten 2000 Euro für eine Website haben wollte, weißt du, wir müssen mindestens so 1000 Euro machen und da hier, und dann habe ich so angefangen rumzudrucksen, also extremst. Ja. Ich habe leider nie eine Aufzeichnung davon gemacht, wäre extrem spannend mal zu gewesen. Und da sind halt dann die Blockaden, die du dann halt hast. Ey, das ist auch ein langer Weg, muss man sagen. Ich habe in den letzten Jahren hunderte von Webinaren gehalten, ne? Und ich weiß noch so die ersten Male, wo man gepitcht hat, ne, am Ende. Immer die Folien so doppelt schnell durchgeklickt, ne? Die Stimme ist irgendwie höher geworden, man hat angefangen zu schwitzen irgendwie. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auch so einen Kurs direkt live verkauft habe, ne? Also wirklich komplett rot angelaufen und dann irgendwie so ein erster Kommentar, so was ist das hier für eine QVC-Veranstaltung, ne? Dann hast du dir so gedacht, so oh Gott, das machst du nie wieder. Und das heute auch bei Kunden zu sehen, wo wir so Vorträge oder so Webinare auch mit denen gemeinsam bauen und auch irgendwie denen alles an die Hand geben, und witzigerweise habe ich heute das Modul dafür komplett aktualisiert und musste mich nochmal so reindenken, so wirklich das erste Mal so ein Training zu halten, habe ich auch gesagt, ey, überleben, ne? Also, wenn du da gut durchkommst und souverän den Inhalt präsentierst, hast du schon die halbe Miete. Wenn du dann noch auf 1, 2 Folien den Pitch erklärst, bist du schon ganz weit vorne. Aber dass man sich selbst auch die Zeit gibt, aber den Punkt finde ich so spannend von dir, und das glaube ich halt auch, dass man Akquise-Strategien finden muss, die seiner Persönlichkeit matchen. Ne? Ich glaube, ich musste auch so viel ausprobieren, auch zum Beispiel, keine Ahnung, Messen und Events oder so. Es gibt ja viele Leute, die auch immer zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen, da Speaker sind, einen Messestand haben, da dreht sich alles in mir um, ne? Also nicht, dass ich ein Problem hätte, einen Vortrag zu halten, aber schon auf diese Events zu gehen, wäre ich so, halt bin ich raus, ne? Lass mich mal ein Webinar halten, lass mich 500 Leute einladen, ne? Lass denen erklären, was wir Cooles machen, bin ich der Erste, aber irgendwo, keine Ahnung, persönlich auf der Bühne zu stehen, danke, bin ich raus. Ja, ich weiß voll, was du meinst, deswegen haben wir uns damals auch gegen Kaltakquise entschieden und dann einfach in den Paid-Ads-Bereich dann reingegangen. Ja, und ich glaube, da kommt man nach und nach hin, aber es ist cool, dass du es nochmal sagst, so ein bisschen auch ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln, ne? Und wenn man selbst merkt, man hat keine Ahnung, Bauchschmerzen vor den Sachen, dass man dann sich ja manchmal selbst schubsen muss, ne? Weil bei ein paar neuen Sachen gehört es dazu, aber wenn man jeden Tag dann mit Bauchschmerzen aufwacht, dass man es dann nicht machen sollte, ne? Und das halt auch nicht als Ausrede zu nehmen. So, nee, ich mir liegt irgendwie gar nichts, deswegen ich kann gar keine Kunden gewinnen, das ist halt auch wieder Quatsch. Ja, irgendwie gibt es da draußen, ne? Und sei es, dass man, keine Ahnung, auf irgendwelchen Veranstaltungen rumturnt und immer am Buffet die Leute irgendwie anspricht oder so. Irgendeine Strategie gibt es, ne? Ja. Was es da für Weh gibt. Hey Thomas, letzter Punkt. Was du bist auch so lecker. Ja. Ja. Du bist ja auch in den Süden gezogen, ne? Willst du noch ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist und wo du gelandet bist? Ja, also ich bin aktuell nicht in Deutschland, weil ich da halt mein ganzes Leben verbracht habe. Bin letztes Jahr jetzt 30 geworden und habe jetzt aber vor 2 Jahren dann einfach gemerkt, so hey, ich auch wieder Typ kreativ, ne? Nicht einfach der stumpfe Umsetzer. Ich brauche da mehr Inspiration, ich will einfach mehr sehen, ich will mehr unterwegs sein. Und ich bin jetzt aktuell auf Malta gerade. Cool. Und werde jetzt vielleicht noch so, bin am überlegen, vielleicht ein Jahr noch bleiben, wenn überhaupt. Ja. Weil es ist halt eine extrem kleine Insel. Es ist zwar cool, es ist mega nice, du hast sehr, sehr gutes Wetter, so von jetzt. Hey, wie lange fährt man so von Seite zu Seite? Halbe Stunde. Ach, krass, ey. Okay, da ist Mallorca dann ja doppelt so groß wahrscheinlich, ne? Da fährst du so ein Stündchen. Mallorca ist fast 10-mal so groß. 10-mal? Von der Fläche. Echt? Ja. Okay, dann ist es wirklich eine kleine Insel. Ja. Das ist super witzig. Also ich hatte jetzt vor einem Monat, waren meine Eltern da für eine Woche zu Besuch. Und die haben sich dann für die ganze Woche super viel Programm geplant. Und dann am bin ich halt mit Tag denen durch, am ersten Wochenende in 2 Tagen alles abgefahren. Geil. So, also, das ist eine schöne Insel. Es ist super cool. Wetter ist geil. War extremer Zufall, weil ich 2, 3 Freunde damals hatte, die da waren. War im November, Dezember dann hier vor jetzt 2,5 Jahren.
Und ich war einfach nur so, wow, ich bin jetzt hier im T-Shirt bei über 20 Grad geil. Im November, war im Dezember dann sogar noch schwimmen im Meer und ich so, ich bin ein extremer Sommermensch. Ja. Ja, so unter 15 bis 18 Grad ist schon sehr anstrengend für mich. Ja. Also selbst obwohl es hier warm ist, sitze ich trotzdem noch im Pulli da. Ja. Und ja, so ist es gekommen. Und ich bin da halt, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen einfach sehr unternehmenslustig und liebe es halt einfach so, diese Freiheit auch zu leben. Also ich bin selbst mit 23, 24 einfach spontan alleine ein, zwei Wochen vorher gebucht, weil es mir einfach zu kalt war im Dezember, dann nach Asien geflogen. Ach, nach cool. Thailand und nach Bali. Meine Eltern auch so ein bisschen komplett bekloppt, aber die haben sich schon dran gewöhnt an diese Sachen dann. Ja. Ja, und so ist es dann. Viele sagen, boah, und alles und voll verrückt. Gut, ich bin halt, ich habe jetzt keine Kinder oder so. Ja. Bin gerade auch Single, hatte damals eine Beziehung. Das ist halt einfacher. Also ich muss jetzt ja nicht irgendwie sehr viel machen, aber ich finde sowas halt einfach mega geil, da immer mal wieder den Tapetenwechsel zu haben. Und ja, super happy. Wo es weitergeht, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber dann wenn man das erstmal hat, so in den Wintermonaten Sonne, ne, da gibt es kein Zurück. Also wir haben das, glaube ich, vor 3 Jahren haben wir das Experiment gemacht, hier nach Spanien zu kommen im Winter, ne. Und jetzt irgendwie, keine Ahnung, Weihnachten war ich wieder in Hamburg und war so, keine Woche habe ich ausgehalten, ne. Ich war wirklich Hamburg so. Hamburg ist ja eh nochmal schlimmer als viele andere. Wirklich, war so, wie macht ihr das? Und dann fährst du im September, fährst du aus Hamburg los und da ist es schon dunkel und grau. Und jetzt im April irgendwie, jetzt Ende April, ne, Anfang Mai schreiben meine Eltern jetzt so, oh, jetzt haben wir endlich Sonne, ne? Und ich so, und was war die, keine Ahnung, 6, 7 Monate dazwischen, ne? Wie habe ich das? Und dann aber nur für 3 Tage. Ja, ja, wirklich, ne? Und dann letzten Sommer hat es einfach komplett durchgeregnet, ja? Da waren wir in Lübeck, in der Nähe von Hamburg, und hat es einfach nur geregnet. Und ich so, und das ist jetzt noch dann euer Sommer? Ja, und ich war so, nee. Ich bin in Spanien. Ne? Ja. Ob es die letzte Station ist, mal gucken, aber für jetzt auf jeden Fall. Ne? Ja, Spanien ist auch, ich hab ein Jahr damals auch in Barcelona gelebt, war auch mega. Ich liebe die Stadt, sehr, sehr, sehr cool. Aber im Winter auch nur ein Ticken zu kühl oder zu kalt. Da ist ganz schön kalt, ne? Ja. Da ist schon ein bisschen kühler. Ich glaube, es ändert sich halt auch extrem, weil du früher halt hattest, hey, du musst ja in Deutschland sitzen und einfach hier und alles mögliche. Büro. Ich habe ja auch, also so viele sagen dann, wegen den Steuern. Nee, ich habe halt noch eine deutsche GmbH. Ich bin halt einfach nur privat halt hier. Ja. So, ob das halt irgendwie einen Vorteil hat, so, mein Gott. Aber das ist ja trotzdem noch die deutsche GmbH dann vorne dran. Aber einfach diese Flexibilität, die kann nicht jeder, die will nicht jeder. Auch wenn du dann natürlich irgendwie Familie hast, das ist dann auch wieder was anderes. Aber ich liebe es. Und auch dieses Rumreisen. Ich habe zum Beispiel hier, habe ich halt einfach absoluten Fokus. Ich habe nicht viel Ablenkung, alles ist in 5 bis 10 Minuten Laufweite. Also es ist mega. Ich sitze hier dann wirklich so für 2, 3 oder auch mal 4 bis 6 Wochen extremst fokussiert. Ich mache nichts anderes, habe keine Ablenkung. Und dann merke ich langsam wieder, oh, ich muss mal wieder irgendwie was anderes sehen. So, und dann jetzt zum Beispiel wird der Sommer schon stark, weil ich eigentlich alle 2 bis 4 Wochen dann irgendwo dann unterwegs bin und irgendwo dann in der Weltgeschichte unterwegs bin. Cool. Aber es ist halt geil. Also ich feier das extrem, es macht mir extrem viel Spaß. Und ich brauche das tatsächlich persönlich irgendwo auch. Ja. Nicht jeder versteht das, aber. Ja, ich glaube auch. Ja, und viele Leute trauen sich auch einfach nicht, ne? Das habe ich irgendwie gelernt, wie verrückt die Leute uns erklärt haben, das zu machen, ne? Ich war so, was war verrückt, ne? Wir nehmen unsere Sachen und fahren in den Süden und wenn es nicht klappt, dann fahren wir auch wieder zurück. Aber für viele Leute ist das irgendwie so. Und ich war so, was mir halt voll geholfen hat, das einfach so zu testen, auch gedanklich, ne, zu sagen, ich glaube, ganz viele Leute sind dann immer bei Auswandern und lebenslang ist man woanders. Und ich war so, ja, ich teste das jetzt 3 Monate und wenn es kacke ist, komme ich zurück und wenn es gut ist, bleibe ich länger. Das hat irgendwie voll geholfen, ne. Ja. Ey, Thomas, hat bis hierhin so schon mal sehr viel Spaß gemacht, ne, und muss wirklich sagen, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir quatschen, aber erzähl den Leuten mal, die jetzt nach unserem Interview heiß auf eine schicke Webseite sind, ne, wo steigt man denn in deine Welt ein? Und du hast ja schon ganz viel erzählt, dass ihr coole Sachen kostenlos ausmacht, ne, wo gehe ich dann am besten hin, wenn ich das von dir haben will? Ja, ich glaube, alle Wege führen auf unsere Webseite. So wie sie auch, wie gesagt, die Grundlage sein sollte. Also egal, wo du das jetzt hier siehst, natürlich dann jetzt, wenn wir es auf LinkedIn und so weiter posten, aber dann auch sichtbarerwerden.de. Wir haben letztendlich, und ich glaube, das können wir dann, wir haben die kostenlose Analyse bei uns auf der Seite. Ja. Wir könnten aber hier auch unter dem Video dann auch die 2 Seiten dann posten, wo du dir dann entweder dann
die komplette Anleitung für das SEO-Thema dann auch holen kannst. Und jetzt lasse ich auch die Katze aus dem Sack. Ich habe es ja vorher nicht genau gesagt, was wir kostenlos erstellen. Jetzt muss ich es ja sagen. Ja, jetzt musst du rausrücken. Ja. Jetzt muss ich rausrücken. Tatsächlich erstellen wir für dich komplett kostenlose Designkonzepte. Geil. Für deine Webseite. Das heißt, wir gehen her und mit diesem Proven Framework, was wir auch am Anfang angesprochen haben, schauen wir uns dein Unternehmen genau an und erstellen mit deinem bisherigen Branding, das werden wir auch kurz in dem Call dann einfach besprechen, ist nicht nach Skript, ja. Gehen wir dann sozusagen rein und ziehen uns halt ein paar Infos, wie du es dir vorstellst und erstellen dann wirklich in unserem Design-Tool in Figma 2, 3 verschiedene Design-Konzepte, die wir dann auch gemeinsam dann besprechen und dann auch zuschicken können. Und ja. Genau, dafür können wir dann die Links, sag du es mir gerne, aber dann unten hier in die Beschreibung mit reinpacken, wir rein. Dass man da auch einfach den richtig geilen Mehrwert meiner Meinung nach sich auch holen kann. Und jetzt werden die Leute, die sich bis zum Ende angehört haben, auch belohnt. Vorher habe ich es jetzt nicht verraten, was wir machen. Ja, das hast du sehr clever gemacht und krass, wie ihr da in Vorleistung gebt, weil das ist immer so diese Vorstellung. Ne? Wir hatten tatsächlich leider diesen schrecklichen Fall, dass irgendwie bei einer Agentur, bei einer Branding-Agentur alles cool aussah. Und dann kamen so die ersten Vorschläge und ich war extrem enttäuscht, ne? Und war so, krass, ich bin jetzt irgendwie 25.000 Euro leichter und hatte nichts, ne? Also wirklich, ich hatte eine PowerPoint. Da muss ich ja noch teurer werden, merke wirklich, ich gerade. Wirklich. Also die Wunde, die sitzt immer noch tief und dann hat man mir wirklich mein Leaders Media Logo in Arial vorgestellt, ne? Und ich war so, ob sie das als Spaß gemeint haben, aber die haben das tot ernst gemeint, ne? Und wirklich in Vorleistung zu gehen und in Figma schon so ein bisschen sozusagen zu sehen, wie das aussehen kann und so. Also was Geileres gibt es ja nicht, weil es auch dieses Risiko für die Leute rausnimmt, ne, was man danach bekommt. Also geil, dass sie das anbietet. Also jeder, der hier bis hierhin gelauscht hat, ne, unbedingt die Links hier unter dem Podcast oder im YouTube-Video sich anschauen, gerne bei Thomas melden, ne? Und Thomas, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, dass ich da sein durfte. Hat extrem viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir es irgendwann wiederholen, so in einem Jahr vielleicht. Auf jeden Fall, dann bin ich gespannt. Nächstes Ziel Weltherrschaft, ja. Ja, also wir wollen den kompletten SEO- und Webdesign-Markt, den muss man auch mal aufräumen. Das ist unsere große Mission. Ja. Und einfach mit extremst verrückten, krassen Mehrwert da rauszugehen und mal gucken, was in einem Jahr passiert. Ich bin gespannt. Das machen wir. Ja, vielen Dank dir. Wenn dir das Interview mit Thomas gefallen hat, dann sieh dir unbedingt als nächstes das Interview mit Finn an, die über 65.000 Euro jeden Monat auf ihre Webseite laufen lassen an Werbebudget und darüber über 200 qualifizierte Inbound-Leads erhalten. Und in diesem Interview sind unglaublich viele Tipps und Tricks drin, wie man wirklich seine Webseite aufbauen kann, damit darüber mehr Leads kommen. Die perfekte Ergänzung zu dem Interview mit Thomas und insofern würde ich sagen, sehen wir uns in dem Interview mit Finn. Bis gleich.